Wusstet ihr, dass bei 10 Sekunden Küssen 80 Millionen Bakterien übertragen werden? Und die fordern und fördern aber auch unser Immunsystem. Und darüber wollen wir uns heute mal genauer unterhalten. Willkommen bei Katjas Kosmos. Wir knacken euren persönlichen Body and Mind Code und das machen wir mit renommierten Experten. Herzlich willkommen heute Dr. Tino Müller. Er ist Immunologe und Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Katja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich finde es mit 80 Millionen gar nicht so schlimm. Es könnten auch 100 sein, oder? Da hast du auch wieder recht. Und wir wollen ja vor allen Dingen küssen, also jetzt nicht wir zwei, aber so allgemein im Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt mal mit dem Immunsystem auseinandersetzen. Und wir beide, wir kennen uns jetzt auch schon paar Jahre und sind inzwischen befreundet, weil als ich zu ihm bin, hatte ich auch ein ganz akutes Immunsystemproblem, kann man so du sagen. Du hast mir richtig leid getan. Also du sahst eigentlich wie ein Hamster aus. Aber mindestens. Es war mindestens richtig beeindruckend. Ich hatte so einen Hals, so einen Kopf und wusste nicht woher und bin von Hinz zu Kunz und dann eben beim Immunologen gelandet und habe da angefangen, eben mich mit diesem Immunsystem auseinanderzusetzen, dass du uns jetzt vielleicht mal kurz irgendwie schildern kannst, wie das eigentlich überhaupt funktioniert. Genau. Ne? Aber wenn du dich schon mit auseinandergesetzt hast, weißt du, dass es ja richtig komplex ist, aber wahnsinnig spannend. Mhm. Das sind ja nicht nur einfach ein paar Zellen und ein paar Informations- und Botenstoffe, sondern das sind ganze Organteile. Also es ist ein richtiges Organsystem und das ist also wie zum Beispiel Organe wie Thymus, wie die Milz, wie das Knochenmark, Lymphknoten, Lymphabflusswege, also Lymphbahnen. Und dann kommen natürlich noch die einzelnen Immunzellen dazu. Da gibt es ganz viele verschiedene. Das sind so Lymphozyten, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten, natürliche Killerzellen und so weiter. Und die machen eben das Immunsystem aus. Mhm. Also ich finde es tatsächlich wahnsinnig faszinierend, was der Körper da alles leistet, wenn man sich da mal ein bisschen genauer mit befasst. Und dieses Immunsystem kann natürlich auch ins Wanken kommen, wenn man, ich sag mal, sich zu wenig bewegt, falsch ernährt, zu wenig schläft. Was gehört da noch alles dazu? Du, das ist natürlich einmal so das Ganze, die Work-Life-Balance, klar, also Stresssituationen. Wie empfinde ich auch Stress? Ist es positiver Stress? Ist es negativer Stress? Das kann man ja selber auch ein bisschen beeinflussen. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig die Ernährung. Also ernähre ich mich ausgewogen, ausgeglichen? Mache ich Sport? Wie schlafe ich? Also im Schlaf zum Beispiel regeneriert sich ja das Immunsystem und das bildet sogar Antikörper, also in der Tiefschlafphase. Deswegen ist es auch wichtig, ausreichend zu schlafen. Rauchen, klar, das schwächt die Schleimhäute, weil das ist ja so unser Schutzschild und es ist wie so eine Ritterrüstung. Also das Immunsystem ist ja so aufgebaut, dass es erstmal so eine Ritterrüstung hat und dann kommt auch die spezifische Immunabwehr und durch Rauchen wird natürlich da einfach auch dieser äußere Schutzschild oder gestört. Jetzt haben wir ja mit ganz vielen Erregern zu kämpfen, die quasi von außen in unseren Körper rein wollen, ihn auch schwächen wollen. Und da fängt ja quasi die Abwehr schon im Mundraum an. Da sind wir wieder beim Küssen. Wie was funktioniert ja was Positives ja, ist. Absolut. Deswegen sollte es ja auch gar nicht irgendwie so negativ jetzt sein. Auch wenn das 80 Millionen Bakterien sind. Aber dafür haben wir ja eigentlich unsere Schleimhäute. Und da sitzen also ganz viele Bakterien drauf, die unser System beschützen, weil Tag und Nacht wollen eigentlich Eindringlinge in unser Körper eindringen und da gibt es eben Bakterien, da gibt es Immunzellen, also Fresszellen, die Pollen, Bakterien also abfangen, oder phagozytieren, heißt es ja in der Medizin. Aha. Und somit hat man eigentlich schon mal diese unspezifische Abwehr und das ist einfach erstmal die angeborene Geschichte, also die wir also mitbekommen, damit wir nicht gleich befallen werden, wenn wir schon als Baby irgendwie Erreger abkämpfen. Genau, da gibt es ja noch quasi die andere. Hast du schon erklärt? Habe ich jetzt geschlafen? Nee. Nein. Dann gibt es natürlich noch die spezifische, das ist praktisch die erworbene. Und wir werden ja tagtäglich mit eben Keimen konfrontiert, Keimen, Bakterien, Viren. Und da gibt es eben Zellen, die sich merken, also ob ich jetzt schon Kontakt hatte, war der Erreger schon mal im Körper. Und die werden dann praktisch, also das sind B-Lymphozyten in dem Fall. Und die merken sich also den Kontakt mit dem Antigen und bilden Antikörper. Und wenn dann irgendwann später nochmal ein gleiches Bakterium vorbeikommt, dann kann sofort passend
dann Antikörper produziert werden. Und somit ist das Immunsystem viel schneller. Mhm. Also ich finde es wirklich immer wieder unglaublich, wenn ich sowas höre, was der Körper alles kann. Aber jetzt hört man immer Bakterien und denkt sich, oh Gott, Bakterien. Es gibt ja unglaublich viele Bakterien, die wirklich wichtig für unseren Körper sind. Ne? Ja, das ist wie immer. Ne? Also es gibt böse Menschen, es gibt schlechte Menschen. Man muss immer irgendwo das Gute sehen. Und natürlich sind Bakterien, generell denkt man immer, Bakterien, die machen krank und so weiter. Ja, natürlich gibt es auch pathogene Bakterien. Und es gibt aber wahnsinnig viele gute. Und ohne die könnten wir gar nicht leben. Mhm. Das heißt, wir haben einen riesigen Bakterienfilm auf unserer Haut. Mhm. Wir haben ganz viele Bakterien im Mund, die eigentlich auch einen Schutzfilm darstellen. Und wir haben unglaublich viele Bakterien im Darm. Und die sind eben ganz wichtig für unser Immunsystem. Und die produzieren zum Teil Hormone und Enzyme, die also für uns essentiell sind. Mhm. Über den Darm werden wir uns übrigens auch noch genauer unterhalten spannend. In einer Extra-Folge, weil das auch nochmal ein sehr spannendes Thema ist. Jetzt haben wir so ein bisschen über Bakterien gesprochen. Vielleicht gucken wir uns jetzt nochmal die Viren an, was ja im Moment auch leider Gottes eine große Rolle spielt. Häufig kann man also nur Viren wirklich behandeln, indem man das Immunsystem gut stabilisiert, dass man einfach die Immunabwehr, gerade auch natürliche Killerzellen stimuliert, um eben antiviral zu arbeiten. Mhm. Also Immunsystem selber quasi aktivieren oder unterstützen. Da gibt es ja verschiedene Wege. Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Also viel Vitamin C zum Beispiel kann man ja auch von außen zuführen. Vitamin D, glaube ich, empfiehlst du ja auch ab und zu. Also genau. Es gibt ja super interessante Studien, also wo man auch bei Krebserkrankten festgestellt hat, dass die viel zu wenig Vitamin D haben. Mhm. Und ich in meiner Praxis achte immer darauf, also dass meine Patienten einen ganz hohen Vitamin D Spiegel haben, weil man eigentlich auch weiß, dass die natürlichen Killerzellen gut stimuliert werden für oder von dem Vitamin D und das ist eben wichtig auch für die antivirale Therapie. Mhm. Jetzt frage ich mich immer, wenn ich jetzt Arzt wäre und da kommen den ganzen Tag kranke Leute zu mir rein, ja, einer schnieft, einer hustet oder kommt mit viel schlimmeren Sachen, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt ansteckend, ist das nicht ansteckend. Hast du nie Angst als Arzt, dass du dir da irgendwas holst, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nochmal am Top? Also ich denke mal, wenn du davor Angst hast, dann bist du wahrscheinlich einfach fehlbleibt am Platz. Wenn du Mediziner bist, das ist, du glaubst gar nicht, also wie oft ich auch krank war, als ich in der Klinik gearbeitet habe und in der Kinderklinik und so weiter. Das wissen ja auch Eltern, wenn die dann Kinder haben und die bringen ja alles mit nach Hause und sind ständig krank. Aber im Prinzip ist das, also wenn das nicht übermäßig ist, natürlich auch ein super Training fürs Immunsystem. Mhm. Und wahrscheinlich habe ich mein Immunsystem auch relativ gut trainiert. Also toi, toi, toi. Also ich habe vielleicht einmal im Jahr einen leichten Infekt. Also wenn du normale Maßnahmen ergreifst, dass du einfach deine Hände immer gut wäschst, dass die Räume gut durchlüftet sind, dass du viel trinkst und einigermaßen deine Work-Life-Balance stimmt und die Ernährung, dann glaube ich, kann ich gut meinen Job noch weitermachen. Also das ist ja das, was man oft unterschätzt, wenn man denkt, irgendwie nicht zu viel mit anderen Leuten Kontakt haben. Das ist prinzipiell aber eben schon auch gut fürs Immunsystem, wenn das Immunsystem quasi sich mit anderen Erregern auseinandersetzen muss. Ne? Du, das ist ja auch zum Teil das Schlimmste, was du machen kannst, dass du Kinder wahnsinnig steril aufwachsen lässt. Ja, also die sollen ja durchaus mit Keimen konfrontiert werden. Je mehr Keime an sich, umso besser. Also im Dreck spielen und so weiter, auch gar nicht unbedingt immer den Nuckel da abwaschen und sterilisieren und so weiter, weil da bildet sich ja auch die Darmflora aus und auch das Immunsystem. Das merkt sich eben alles. Und mit je mehr Keimen du in Konfrontation warst, umso besser ist natürlich auch deine Immunlage. Sei denn, du kriegst natürlich ständig ein Antibiotikum. Also da muss man natürlich, aber auch das wird sicherlich noch ein Thema sein, wenn wir dann auf den Darm kommen, muss man da auch mit berücksichtigen, weil du natürlich damit auch gute Bakterien wieder kaputt machst. Ja klar, wir können zumindest mal kurz auch drüber sprechen. Ich habe ja eine Bekannte zum Beispiel, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, privat. Jung, gesund, ernährt sich gut und immer wieder einen Infekt gehabt, also anscheinend schwaches Immunsystem vermeintlich, wo man sich gefragt hat, warum kriegt so jemand immer einen Infekt, bis man dann eben rausgefunden hat im Gespräch, dass sie halt einfach 2-3 Mal jetzt kurz hintereinander Antibiotikum verschrieben bekommen hat, übrigens nicht von dir. Also sprich, das kann dein Immunsystem schon sehr schwächen, Antibiotikum. Ne? Ja, deswegen guckt man da ja jetzt auch immer, dass man, wenn man eine Antibiotikumtherapie
Therapie, wenn die indiziert ist, dass man da einfach auch Pro- und Präbiotika gibt, um den Darmbakterien wieder aufzubauen. War die Arztsprache jetzt wieder. Genau. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Patienten haben mit einem immunologischen Problem, dann gucke ich immer die Darmflora an. Und da ist es eben wichtig, dass man halt ausschließt, dass da nicht zu viele Fäulnisbakterien da sind, dass die Immunbakterien ausreichend vorhanden sind und die schützenden Darmbakterien, ja, also die dafür auch sorgen, dass der Darm eine Stabilität hat, dass nicht alles durchdiffundieren kann und das System belastet. Das heißt, passt gut auf euer Immunsystem auf. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Schlafen ist wichtig, Bewegung, gute Ernährung, wenig Alkohol, bis gar keine. Positive Gedanken. Weil das beeinflusst unser Immunsystem auch. Also ob du jetzt Endorphine ausschüttest, Serotonin und so weiter, Glückshormone. Und das kann man zu bestimmten oder in bestimmten Situationen ganz sicher selber beeinflussen. Also es ist schon ein Unterschied, ob du im Stau stehst und dich tierisch drüber aufregst oder ob du einfach einen Podcast hörst oder ob du mit jemandem telefonierst oder irgendwas Schönes macht. Das hat eine ganz andere Hormonkonsequenz letzten Endes. Ja, und damit sind wir auch beim positiven Abschluss hier jedes Mal dann wunderlichst wöchentliche Weisheit. Also küssen ist erlaubt, aber vorher Zähne putzen. Genau.